frei lächeln. Ja. Laos steht an. Geradeaus nach rechts und links 21, schätzungsweise. Wir kommen vom Zoll. Haben wir das erzählt letztes Mal? Haben wir nicht, gell? Doch, haben wir erzählt. Ja? Okay, gut. Wir sind quasi schon über die Grenze, haben aber noch nicht erzählt, wohin. Okay, und zwar geht's in das beschauliche Stadtdörfchen Savannakhet. Und wir waren überrascht, ist relativ sauber gewesen, relativ ordentlich. Ja. Einfach haben, wenig los. Hat eine Riesenbude, warum auch immer die so groß war, aber war auch mal schön. Ja, das war dieses riesige Zimmer, gell? Ja. Sogar mit Sofaeck und allem dran sind wir schon gar nicht mehr gewöhnt gewesen. Und sofort gerafft, in Savannakhet muss man mal gewesen sein, um in Linz Café zu gehen. Ja. Jeder, der nach Laos geht, vielleicht kennen es auch viele. Ja. Linz Café. Das ist eine der Sehenswürdigkeiten. Ja, stimmt. Selbst kommt bei Google. Top 5 Sehenswürdigkeiten in Savannakhet. Ja. Da war es gut. Mensch, da gab es viel Vegetarisches. Schön hergerichtet, schönes Kaffee, gutes Essen. Günstig. Also ein bisschen teurer als sonst, ja, aber günstig. War gut. Ja. Nette Leute, das Essen. Oh, da habe ich mich in Senf verliebt wieder. Da bestelle ich mir einen vegetarischen Burger und dann bringe ich dir so das Zusatzding da. Und da das steht gibt's Senf halt drin. Sonst auch nie, gell? Da steht Senf drin. Ja. Nach 3 Monaten Asien stellt mir jemand Senf hin. Ich scheiße, schon ganz vergessen. Ja. Den gelben Zauber. Saft. Das war American Style mit ein bisschen Chili drin. Und ich habe den über alles zurück gemacht, nochmal extra über den Burger, über die Pommes. Oh, es war so geil. Also da gab es gute, viele Sachen, aber das war das Highlight unter den Highlights für mich. Senf. War tatsächlich auch ein richtig guter. Auf jeden Fall in dem Moment. Da waren wir dann ziemlich oft essen, weil davor gab es ja viele Suppennudeln und alles selber gekocht und da haben wir uns richtig gut gehen lassen. Ja, 3-mal waren wir da, glaube ich. Ja. Ansonsten Savannakhet. Ich habe noch einen halb fertig gebauten Tempel gesehen. Wir haben nicht viel angeschaut. Wir waren den Tempel dann spätestens in Laos. Ja, aber das ist jetzt auch kein Städtchen, wo man jetzt eigentlich hingeht zum Urlaub machen. Nee. Da kommt man halt durch. Mhm. Aber das ist jetzt ja an für sich nichts, wo man... Ja, ganz wenig Touris, aber ein paar wenige gab es. Ja. Ja, nette Leute. Und ich habe mal wieder trainiert. Da gab es ein Fitnessstudio. Das war irgendwie ganz rot und offen. So eine offene Halle. Und es war wieder heiß, schwül. Ich habe trainiert wie ein Ochse. 3 Stunden. Lu hat mich beim ersten Mal noch ein bisschen begleitet. Tat mal wieder gut. Seit einer halben Ewigkeit einfach im Fitnessstudio, Kopfhörer drauf. Und man muss sagen, Fitnessstudio-Leute sind überall die gleichen. Auch in solchen Ländern. Irgendwie Pumper, ein bisschen brollig, nicht besonders gesprächig. Aber in Ordnung, so ist halt. Also gut, ich gebe alles. Haben wir gemacht, dann wieder Linz Café. Nächsten Tag denke ich, ach guck, übermorgen gehe ich nochmal. Ich fühle mich zwar nicht ganz so, weil es war heiß und ich habe geschwitzt. Und du hast lange keinen Sport gemacht, muss man halt auch mal sagen. Mhm. Zumindest nicht so. Ja, ich bin auch ganz zum Schluss oben auf der Empore aufs Laufband gegangen. Nee, es hat 30 Grad, es ist mega schwül. Ich will nochmal richtig schwitzen. Habe so einen riesen Ventilator direkt hinter mich gestellt, echt so groß, sonst fällt es gar nicht aus. Naja. Also gut, noch ein zweites Mal. Schön Bombe, Bombe, Bombe. Habe ich schon gemerkt, läuft nicht mehr ganz so gut, weil wir alle Muskeln weh taten. Da schon, aber nochmal schön drüber trainiert. Und ich weiß nicht, viel mehr haben wir nicht zu erzählen zu Savannakhet, gell? Nee, da waren wir auch nur 3-4 Tage, ja, ja. Da ein bisschen ankommen. Zum Reinkommen gucken, wie es Laos so. Ja. Weil dann ging es mit dem Bus nach Paxe Richtung, ja, weiter unten in den Süden, Richtung Mekong. Mhm. Und da waren wir in einem Fui-Hostel. Ja, so war schlimm aber, war es nicht. Ja, ja, war halt ein bisschen wie, war ein bisschen wie, denen war es ein bisschen wie Gefängnis, ja, gell? Gab einen ganz netten Aufenthaltsraum, aber es war alles ein bisschen leblos und halt frisch gemacht und keine Ahnung. Ein bisschen halblebig, wie man es aus so Ländern kennt. Und da die erste Nacht, uiuiui, dann habe ich nämlich gemerkt, also das hatte ich noch nie. Also ich hatte keinen Muskelkater. Ich glaube irgendwie, in meinem Körper waren alle Muskeln entzündet. So hat es angefühlt. Also mir tat alles weh. Die Muskeln und die Gelenke. Und dann habe ich gemerkt, ich wache nachts auf
und lege mich links, rechts, auf den Bauch, auf den Rücken. Und meine Schulter tat die ganze Zeit weh. In keiner Position war die gut. Ich konnte nicht mehr schlafen, weil mir das weh tat. Und musste ich erst noch eine Schmerztablette nehmen. Und nach einer Stunde, glaube ich, konnte ich dann irgendwann pennen. Aber das war schrecklich. Nächsten Tag ging es genauso weiter. Und den Tag drauf auch nochmal. Eigentlich wollte ich ja nochmal trainieren gehen. In dem anderen. Ich dachte, ich mache jetzt neues Hobby. Trainieren auf Reisen. Nee. Das war mal dumm. Ich war schlapp, ich war kaputt. Das sind wir einkaufen. Da konnte ich die Tüten nicht mehr richtig tragen. Wo ich die Tüte, schwere Tüte dabei. Da musste ich mal wieder ran. Mhm. Also ich habe natürlich die ganzen Nächte gut geschlafen. Ich war ja auch höchstens mal zum Zuschauen eine Viertelstunde dabei. Aber das ist für mich der Beweis, warum man sich da eher fernhalten sollte. Also hat schon Spaß gemacht, mal wieder Sport. Habe ich gebraucht. Aber das war dämlich. Aber es geht ja noch weiter. Es war nur die Einleitung. Man lernt aus seinen Lektionen nicht. Also gut. Mehr gibt es da nicht viel zu erzählen. Mit dem Minivan abgeholt von dem seltsamen Hostel. Da ging es zum Mekong. Ja. Das war schön. Mekong, die Insel hieß Don Chon. Don Kon. Don Kon. Oder Don Kon, keine Ahnung. Don Kon. Mhm. Die waren, naja gut, die Inselchen, also der Mekong ist so groß und links und rechts ist er vorbeigeflossen. Das sind schon relativ große Inseln. Die drüber war ein bisschen völkerbedichtet mit Touris und da wo wir waren, da war wieder fast nichts los. Und in dem, was war denn das? Das ist auch kein Hostel, kein Hotel, Homestay auch nicht. Guesthouse, ja. Da hatte, haben wir hinterher gelesen auf Google Maps, dass der Besitzer ein bisschen... Vorher haben wir das gelesen. Vorher noch, bevor wir eingekommen sind. Dass der ein bisschen unfreundlich sein soll und niemals lacht. Und da dachte man schon, oh, was ist los? Und in der Tat, der war ein bisschen seltsam, aber er hat viel gelacht. Der war nett. Der wollte einem ein bisschen was aufschwätzen, aber das machen die da alle. Wollte, soll ich euch noch was buchen, da noch buchen? Aber dann haben wir Nein gesagt, dann haben wir es auch lassen. Doch, der war total nett. Der hat uns mit dem kleinen Tuk-Tuk da, was er hatte, der war nett. Darf man sich nicht irritieren lassen. Sind das so alle Menschen nett? Gibt's nicht. Der war einfach ein bisschen wortkarg und konnte sich auch nicht so gut verständigen. Und das Kind war süß. Ja, er hat einen behinderten Sohn irgendwie gehabt, hat er gehabt. Konnte nicht sprechen. Weiß man auch nicht, der hat einen Sprachfehler gehabt auf jeden Vielleicht Fall. Vielleicht auch ein bisschen so entwicklungs... Ja, nicht so ganz. Schwer, der war da den ganzen Tag rumgegammelt am Handy. Und seine Frau hat gekocht und sonst was gemacht und er hat auch ein bisschen rumgewurschtelt. Deswegen war es der auch schön. Ich habe da keine Bilder, Mensch. Ich wollte von diesem... Ich dachte, ich hätte welche gemacht, aber ich habe keine. Da waren die Hütten alle nebeneinander. Und davor war so ein bisschen ein Zaun und zwar alles grün bewachsen, oben, unten, links, rechts und überall kleine Töpfchen, nochmal ein Pflänzchen und so. Mhm. Das war so ein schöner Gang und dann diese, waren das Bambushütten, Holzhütten, Bambushütten? Ja. Schon solide. Ja, ja. Immer so doppelte, vielleicht 4-5 Stück. Und alles grün und alles gewachsen und richtig schön. Und ich habe kein Foto gemacht. Da war es richtig schön. Da haben wir richtig... Also generell die Insel, das war so natürlich irgendwie. Mhm. Die Insel, wenn man nach links... Also da war im Prinzip richtig original Laosdorf. Also schon seltsam. Da gab es halt richtig heruntergekommene Hütten, wo nur ein bisschen Blech zusammen gelimt war. Und dann gab es auch richtige Häuser, die was hergemacht haben. Ja. So nebendran. Aber echt auch so Hütten ohne Wasser, ohne Strom. Ja, richtig. Also von echt niedrigster Standard bis ganz okay Standard anscheinend. Das war ein bisschen seltsam. Und die Leute, die wohnen da halt, leben, machen ihr Zeug, die Kinder springen rum. Haben auch einen Spaziergang gemacht mit dem Skady, mit dem Skateboard. Und die Kinder haben sich drauf gestürzt. Das hat Spaß gemacht, die mal zu sehen, mit ihm im Skateboard spielen. Und wie sich die Eltern sich nicht für dran interessieren. guckt die Mutter halt doch mal, mache ich halt doch ein Foto. Naja, die wachsen ein bisschen anders auch wie bei uns. Ja. Beziehungsweise die Eltern. Aber ist auch nicht verkehrt. Schrubbeln. Die rennen alle auf der Straße rum, die haben ihre Freunde, denen kann da nichts passieren, weißt du, die haben ihre kleine Insel und... Ja, Laos in den Schulen, ich dachte immer, wenn wir an der Schule vorbeilaufen, die haben große Pause, aber ich weiß nicht, wie es bei denen läuft. Die Kinder sind sehr viel draußen und spielen immer draußen, also immer, wenn wir an der Schule vorbeigelaufen sind, war es irgendwie große Pause wie bei uns. Ja. Da war immer was los, vielleicht machen die da nicht ganz so viel Unterricht. Auf jeden Fall auch auf dieser kleinen Insel, die Schule war krachenvoll, viele Kinder, war schön. Hat so kleine Wegchen gehabt, Natur, Kühe, es war wieder heiß. Ja, das war schon eine kleine Insel, da konnten wir gut zu Fuß rum und mit dem Fahrrad. Ja, es war heiß, war schwül. Dann konnten wir uns
Da, wo wir waren, ein Fahrrad mieten, haben wir auch gemacht. Endlich mal wieder Fahrrad fahren, hat auch mega Bock gemacht. Das war schon schön, weil es mal wieder ein Ort war, wo es gar keine Autos gab. Also maximal dieses Motorrad mit Tuk-Tuk, gell? Ja, ja, so. Ja, ein paar Tri-Cups, ein paar Motorrädchen. Ja. Davon abgesehen, dass in Laos auch Kinder sowas fahren, Motorrad und Trike und Tuk-Tuk. Gar kein Problem. Da denke ich manchmal, war das jetzt wirklich ein Kind mit zwei anderen Kindern hinten drauf? Naja, anscheinend funktioniert es. Mir war es nicht ganz so heuer. Aber gut. Ja, schöne kleine Wegchen. Dann gab es eine schöne eine Brücke auf die andere Insel. Und dann ging es mir wieder besser. Ich denke, Mensch, Kerle, komm. Kraftsport ist nicht so. Geh ich mal wieder joggen? Geh ich mal wieder joggen? Und dachte ich, da kann ich schön eine Runde laufen um die Insel rum oder fast um die Insel rum. Habe ich auch gemacht, dann wollte ich morgens gleich los. Dann ist es ein bisschen später geworden und dann warst du irgendwie schon 11 rum oder sowas. Ja, und ich habe auch nicht eingegriffen. Ich habe da Worte gehört, die höre ich sonst nicht von dir. Ja, ich gehe jetzt joggen, sage ich, willst du dich eincremen? Nee, Sonne scheint gerade noch nicht so, denke ich, okay. Ja, als ich losgelaufen bin. Du bist daher ja sonst jemand, der sich da viele Gedanken macht. Ich habe nur mein Badehöschen angehabt und die Schüchen und dann, das lief auch ganz gut, weil dann war es doch relativ kühl, also dafür, dass schnell wie war, hat es vielleicht erst 25 Grad gehabt, dachte ich so. Und zwar bewölkt und dann dachte ich, los geht's, ich fühle mich gut. Ich habe mich auch gut gefühlt. Dann bin ich losgelaufen und nach 3 Minuten waren die Wolken auf einmal weg. Die Sonne hat runtergebrutzelt und auf einmal war es so bockelheiß. Also es war wieder schwül, es war wieder 30 Grad, die Sonne hat mich gestochen, ich habe keinen Sonnenschutz gehabt. Ich habe die Runde natürlich fertig gejoggt. Also es hätten theoretisch 30 Minuten sein müssen, aber ich glaube, ich habe dann echt ein bisschen länger gebraucht. Dann waren es 40 Minuten, 50, weiß nicht mehr genau. Und es war viel zu heiß. Ich habe geschwitzt, ich habe gekeucht, ich war kurz vorm Kollabieren. Da bin ich ja durchs Dorf durch und dachte, ich lasse mir jetzt auch nicht an mehr gelaufen. Ich einfach weiter, muss ja so nach Hause kommen. Naja, war ich echt stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, fertig gemacht. Dann habe ich mich unter die Dusche gestellt und hätte mir auffallen sollen, dass irgendwas nicht stimmt, weil ich stand 10 Minuten unter der kalten Dusche. Also relativ kalt und ich habe mich nicht abgekühlt, es war einfach noch immer einfach heiß. Danach habe ich mich von nass vor den Ventilator gestellt, hat auch nicht viel gebracht. Ich glaube, da haben wir ein bisschen hingelegt und dann haben wir gesagt, für heute waren wir ja die Radtour geplant. Also muss ich noch erklären, was heißt Fahrradtour bei uns? Ja, Fahrradtour heißt... Man könnte ja natürlich zwei Fahrräder nehmen, aber... Ja, ich bin Sparfuchs und ja die kosten 1 Euro und ich habe ja auch mein Skatey. Ja. Und da kann ich mich ja hinten dranhängen, wenn du Fahrrad fährst. Ja. Also entweder hat sich Lou an mich drangehängt, wo ich nicht Fahrrad gefahren bin, oder sie saß hinten drauf mit ihrem Skatey. Und dann sind wir... Ja, das war halt nicht so wie geplant. Auf einmal gab es nicht überall Straßen. Das war dann irgendwie nachmittags. Ja, die haben zum Teil gute Straßen gehabt, also schmal, aber geteert. Da konnte man gut fahren. Ja, ein bisschen so wie ein Fahrradweg war die richtige Straße da, gell? Dann sind wir auf die andere Insel gefahren, in dieses Touri-Örtchen. Oder dieses kleine, ja, da waren ziemlich viel... Guesthouse, jeder hat ein Guesthouse, der da wohnt. Und ein paar Restaurants, da waren wir auch im guten Restaurant, haben gut gegessen. Habe ich irgendwas mit Eis getrunken, war notwendig. Also war, ich habe den ganzen Tag habe ich einfach ein nasses T-Shirt gehabt. Das kann man sich, man kann sich's vorstellen, aber das war, als wir los sind, war es nass. Beim Essen war es nass, danach war es nass, es war einfach, bis abends war ich nur am Schwitzen. Aber zwischendurch habe ich ein bisschen gedacht, das macht dir gar nichts aus, du machst so einen fitten Eindruck. Macht mir auch nichts aus. Ich habe die ganze Zeit, also ich war anstrengend, ich habe die Lou, sind wir nachmittags los, dann sind wir dahin, haben gefuttert und dann dachte ich, wir fahren mal eine andere Straße. Jetzt, wir wollten noch einen kleinen Wasserfall anschauen. Einen großen Wasserfall? Einen großen Wasserfall. Theoretisch der größte Wasserfall, den es gibt auf der Welt. Also ich weiß jetzt nicht, in welcher Hinsicht groß, aber von der Länge, weißt du? Das Wasser fällt über eine große Distanz. Das also, war quasi so ein bisschen auf der anderen Seite von der Insel. Ja. Und da sind wir dann rechts rum um die Insel. Beim Hinfahren sind wir durch die Mitte. Und da war die Straße so... Da war eigentlich zum Teil gar keine Straße. Nee, und dann war es mega matschig. Da waren richtig tiefe Löcher drin. Matschig, so hoch und runter, noch und noch Löcher. Also, dass das nicht mit dem Skate geht, das weiß jeder. Ja, ja, ja. Lou saß natürlich hinten drauf, hat sich wackelig geschlagen und ich saß da auch nicht, das war mir ein bisschen zu klein. Ich war immer so ganz kurz davor, mir die Knie am Lenker zu stoßen. Also ich durfte nicht zu viel lenken, sonst bin ich da angestoßen. Also war alles nicht optimal. Dann sind wir da rumgewackelt. Also ich habe die... Haben wir da ein Video davon? Haben wir doch. Ja, ja, natürlich haben wir da. Habe ich auch. Haben wir doch. Und da sind wir
Da bin ich dann, da haben wir ewig gebraucht für die Straße, ja. Die richtig lang. War anstrengend, es war immer noch heiß, war. Also ich glaube, wenn man dann, als wir an einem Wasserfall angekommen sind, waren wir wieder auf der anderen Insel. Ach, es war schon ein schöner Weg, da waren so diese ganzen Büffel. Ja, ja, Büffel. Viele und so. Und Reisfelder. Alle möglichen die Tiere. Häuschen. Ja. Landschaft schon schön und ruhig halt und echt nichts. Und nachts konnte man auch gut die Sterne sehen, mal Nachtspaziergang. Oh ja. War schön. Ja, da waren wir sicher. Insgesamt, bis wir zur Wasserfall waren, vielleicht 2 Stunden Fahrt gefahren. Ja. Und. Also eigentlich waren wir den ganzen Tag unterwegs und haben irgendwas gemacht. Dann haben wir den Wasserfall. Das war auch, das war alles mal schöner und größer geplant, aber das war auch nur heruntergekommen. Da war so ein großes, rundes Gebäude, war mal sicher ein Restaurant, komplett zerfallen und ein paar andere Anlagen, die komplett zerfallen waren. Da gab es diese Ziplines, das war bestimmt auch mal was für die Touris. Ja. Haben noch ein paar Locals benutzt. Ja, Zipline-Park ist sicher sonst auch mal langweilig, aber da ging es echt über den Mekong links und rechts durch. Und über diesen Wasserfall, das war schon echt beeindruckend. Auf den Bildern kommt es nicht so krass rüber, aber mega viel Wasser. Ja, also die Wassermenge, die war die schon ordentlich. War zwar nicht mega tief, wo es darunter ist, aber die Wassermenge. Nee, aber auch über so eine lange Distanz. Also das Wasser, weißt du, was ich meine? Es ist nicht so ein kurzer Wasserfall, zack, fällt und fertig, sondern... Guck mal, hier machen wir unseren Gast kurz. Oh, da kommen noch... Was ist da? Gänse da? Die waren vorher schon da. Ja. Ja. Warum die jetzt gibt's was? Ja, wenn eine kommt, kommen alle. Aber die, die trauen sich nicht raus. Nee. Ah ja, da kommen gleich die nächsten. Okay. Wenn's. Okay, du bist wieder dran. Oh, jetzt gibt's. Jetzt gibt's Beef. Okay, los geht's. Naja, da war's schön. Aber da habe ich auch noch ein Bild, wo mein T-Shirt einfach komplett nass ist. Und dann sind wir langsam retour. Auch noch mal eine Weile gefahren. Und dann war der Tag Gott sei Dank vorbei. Und ich glaube, ich war richtig fertig. Ich bin dann auch sofort, musste ich pennen. Also ich, noch früher als sonst. Ich glaube, da bin ich um 8 oder 9 schon, keine Ahnung. Ja. Einfach tot ins Bett. Und ich würde sagen, ich habe einen soliden Hitzeschlag gehabt, weil am nächsten Tag habe ich lang gepennt. Da weiß ich dann schon immer das, was nicht stimmt. Bin ich dann, ich weiß nicht, irgendwann mittags mal aufgewacht, aber ich war an dem Tag, ich war komplett fertig, ging gar nichts, ich nur im Bett gelegen, es war heiß, keine Klimaanlage. Ich war vielleicht so 3-4 Stunden mal im Halbschlaf tagsüber. Ja, also es war wirklich stundenlang, habe ich von dir gar nichts gehört. Habe ich gedacht, gut, es geht dir nicht gut, das hast du ja gesagt, dann lasse ich dich schlafen, dein Körper braucht es gerade. Wenn du dann wach warst, hast du einfach nur gesagt, du bist ganz müde. Ich gefragt, hast du Kopfweh, ist dir schlecht, ist das und das? Nee, ich bin erschöpft, ich schlaf. Ja, ich dann habe ich gedacht, okay, aber du schläfst doch schon die ganze Nacht und jetzt den ganzen Tag. Und dann habe ich damit gerechnet, dass du am Abend wieder fit bist und dann wir die Nacht irgendwie zusammen wach sind. Aber oh Wunder, dann war es, habe ich im Prinzip einfach weitergeschlafen. Ja, es kam nichts. Nee, dann habe ich weitergeschlafen. Also ich war zwischendurch mal so ein bisschen Halbschlaf, aber ich bin nur zum Pinkeln aufgestanden, das war's. Ja, so, also ein bisschen mehr als erschöpft hattest du schon, gell? Ich hab dir dann auch mal einen Tee geholt und so und essen wollte ich auch nicht wirklich. Also es war auch so ein bisschen schon so Magen und ja, ich war komplett einfach Arsch. Alles kaputt. Und dann bin ich wieder ziemlich früh eingeschlafen und hab die Nacht durchgeschlafen bis am nächsten Morgen. Ja. Späten Morgen. Dann bin ich aufgewacht und dann war wieder gut. Akku wieder aufgeladen. Zack, 40 Stunden. Energie ist wieder da. 40 Stunden. Ja, die eine Nacht, den Tag und nochmal eine Nacht. Ja. Also den Tag, da war ich 3-4 Stunden so Halbschlaf, aber ansonsten, ja, 40 Stunden, zack, Akku wieder wach, Akku wieder da. Hast du vielleicht 10 Schritte gemacht an dem Tag? Und das auf der Insel, also da gab es auch ein Krankenhaus, das war auch also eins der herunterkommendsten Gebäude da. Ja, du hast es liebevoll das Sterbehaus genannt. Ja, da gehst du vorbei, das ist echt ein Krankenhaus, aber das war kaputt, dreckig. Ja, wie so Schimmel und so von außen, also wie so, ja, keine Ahnung. Hin, da gehe ich hin zum Sterben, da dachte ich, oh, jetzt hier was Schlimmes haben, ist nicht der beste Zeitpunkt. Aber zu was Schlimmes haben, du hast eine Lebensmittelvergiftung gehabt? Ja, am nächsten Tag, wie du dann wieder aufgewacht bist, ging es mir dann schlecht. Ja, was Falsches gegessen, keine Ahnung, da war es jetzt hygienisch nicht so, gerade was die Küche betrifft. Also die schütten da halt das Wasser rein, wo die halt sonst so hernehmen, keine Ahnung.
Ja, ist schwierig, da ist ständig heiß und... Und wir haben aber auch teilweise auf der Reise nicht so akribisch drauf geachtet, wie man sollte. Also wenn es dann was gab mit einem Eis oder sowas, dann habe ich das natürlich auch genommen, obwohl das ja ganz klar ist, da ist Stromausfall, das ist nicht die ganze Zeit gekühlt, das ist vielleicht alt. Ja. Ja, da steht beim Gastgeber, wo wir waren, da haben wir gegessen, da war es... Irgendwas war da nicht ganz so knusprig. Da warst du einen Tag ausgenockt. Ja. Und danach auch noch ein aber bisschen. Aber es ging ja auch dann eigentlich relativ schnell besser. Und das war eigentlich das erste, also das einzige richtige Mal, wo ich auf der Reise... Hast du in Nepal nichts gehabt? Doch, aber das war... Aber das war echt kurz. Da ging es mir eine Nacht schlecht und dann zack, wieder ja, ganz normal. Gott sei Dank. Wir sind doch... Danach sind wir noch... Einen Tag umgezogen, zwei Tage, weil den Swimmingpool hatten. Da wollten wir noch irgendwie einen Swimmingpool hatten. Also auf der Insel einfach haben wir gesehen gehabt, da hinten gibt es noch was. Mhm. Haben einen Tag verlängert gehabt, gell, weil wir dann beide die Tage krank gewesen sind und weil es uns da gefallen hat. Mhm. Ein kompletter Tag ist mir gestohlen worden, wir müssen nochmal hin. Naja, wir haben da ein bisschen länger gemacht und ja, dann gab es noch ein bisschen, boah, der Pool, da war aber auch nicht Chlor drin. Ja. Da bin ich reingegangen und danach dachte ich, ich fühle mich irgendwie noch reinlicher wie sonst oder zu reinlich. Hat so ein bisschen die Haut gezogen. Die schütten da ordentlich rein. Soll ja auch nichts wachsen. Und da waren wir also Restaurants, haben wir so ein bisschen durchprobiert. Da gab es ein paar ganz gute. Mit dem armen, kleinen, dicken Jungen, der hat noch abends arbeiten müssen. Ja. Der hat so lange offen und der kleine Junge. Wie alt war der? Vielleicht so 10, 12 oder so. Ja. Und die Eltern haben da halt gesagt, komm, üb das mal. Die geh da mal hin, bedien mal. Rechne ab und rechne so. Rechne aus und so. Und der hat so sichtlich keine Lust gehabt, aber das Essen war gut. Ja. Die haben sich richtig. Und hat Lou noch was mit Nutella bestellt. Oh ja. Und dann gab es kein Nutella. Er fragt, ob sie auch was anderes nehmen dürfen. Und hat der Junge hat losradeln müssen. Das gab es so oft. Weil bestellst du was, irgendeine Kleinigkeit fehlt, irgendein Gemüse. Der Junge rennt los. Wird geschickt, ja. Und haben es extra noch ein neues Glas Nutella-Ersatz für dich geholt. Weil und dann war es kein Original, dann sind die gekommen, haben gefragt, ob das okay ist für mich. Mm. Und natürlich ist das okay. Also sowieso voll unangenehm, wenn man was bestellt und die laufen dann für dich und los. Da war halt auch also nicht viel los, gell, in Restaurants. Ja. Da war man eigentlich immer allein oder mal jemand anderes noch. Naja, so ein bisschen blöd. Und an dem einen Abend, da hockst du am Mekong und dann tut da so eine Kiste an dir vorbeitreiben aus Plastik und PET und Styropor und so. Also echt viel Müll, gell? Hast also, du gerade gesehen, gerade eben. Als ob jemand seinen gelben Sack ausgeschüttet hätte. Und das ist schon so ein bisschen, denkst, davor gerade noch gelesen, dass der Flussdelfin ausgestorben ist. Ja, voll schade. Ja, die haben keine Müllabfuhr. Und mit Plastik können sie auch nicht so. Und wenn es in den Fluss geht, dann ist halt irgendwann weg. Aber ja, war schon überall... Also ich kann die Leute aus der Hinsicht verstehen, weil im Rest von Laos, dann verbrennen die das halt. Mhm. Und das willst du ja jetzt eigentlich auch nicht. Das ist ja eine Notlösung, weil es halt niemand abholt. Weil also wenn du es verbrennst, dann hast du das ja vor deinem Haus und so. Deswegen verstehe ich schon, warum die es dann lieber in den Fluss werfen. Aber ist natürlich umwelttechnisch schlecht. Ja, ja, war schon schade. Und auf dem braunen Fluss hat es da sowieso so ein Bild ergeben. Also mal abwechslungsreiche, entspannte bis kranke Zeit auf am Mekong. Und der Fluss, der ist schon... Schon brutal, wie dick und schnell der da an einem vorbei. Aber es war auch echt schön, wie weit wir da quasi in dem Fluss drin waren, weil als wir dann zurückgefahren sind, ist mir erst so richtig bewusst geworden, mit so einem kleinen Bootchen wurde man dann abgeholt, gell? Da sind wir schon halbe Stunde, dreiviertel Stunde ungefähr wieder ans Festland dann gefahren. Dann drin immer runter. Auf viele Inseln, wo gar nichts drauf ist, schon schön. Ja. Dann sind wir zurück nach, mit dem Minivan wieder nach Paxi. Hätten wir gewusst, wie gut es mit dem Bus läuft, dann hätten wir nicht das Flugzeug genommen in die Hauptstadt, die da heißt Vientiane. Ja. Dann waren wir noch, Paxi. Ja. Da war das zweite super Restaurant. Ja. Und zwar ein Italiener. Und der war schon relativ original. Ja. Also da waren auch wieder, dass man erstmal hinter war, an dem Abend war nichts los. Da dachte man, okay, sind mal wieder 7 oder 8 Angestellte. Ja. Aber an dem nächsten Tag, wir sind das war gleich cool. Hin. Da konnte man da musste man durch die Küche in den Gartenbereich laufen. Und das hat mir ein richtig gutes Gefühl gegeben, weil in einem anderen Restaurant will ich in Laos nicht durch die Küche gehen. Mhm. Aber da war es einfach sauber und schön. Da hast du gedacht, ich freue mich gleich aufs Essen. Mhm. Da wird es mir morgen gut gehen. Mhm. Ja, das war schön. Boah, und da gab es... Ja, Mozzarella. Hier gab es einen Mozzarella, wie heißt der? Caprese. Ja. Und ich habe einen normalen Salat genommen und eine Pizza. Und mit richtigem Balsamico und Olivenöl drüber. Oh. Das war dann schon für die Verhältnisse dort teuer.
Ja, egal. Aber das darf es ja auch sein, weil das waren alles importierte Lebensmittel, die es da auch sonst einfach gar nicht gibt. Hätten wir auch Käseplatte bestellen können. Ja. Weiß ich nicht, wo die... Die hatten in der Auslage die ganzen, also echt, keine Ahnung, 10 verschiedene Käse, die es da sonst im Land nicht gibt. Auch nicht schlecht. Ah, das war richtig schön. Da sind wir natürlich dann gleich nochmal hin. Am zweiten Tag. Das war, und da war es auch richtig voll. Da war es dann voll, Gott sei Dank. Ein paar Geschäftsmänner und so. Also das ist schon was für die schicken Leute. Ja. Ah. Ja, das war richtig gut. Das hat richtig gut getan. Nach dem ganzen Asia-Zeug. Moment. Was war noch? Ah ja, guck mal. Wir waren noch hier mal in so einem Riesenkaufhaus, so einem Krusch-Kaufhaus. Sind wir gelaufen, da wo man dann noch ich im Fitnessstudio war. Ich habe es dann noch mal probiert mit Fitnessstudio. Ja. Und davor war... Aber, du warst noch... Ah, okay, ja, erzähl weiter. Ja, das war da. Wo wir den Ball gekauft haben. Wo du deine Schuhe gekauft hast. Ach so, ja, du hast recht. Mhm. Mir ist gerade was Neues eingefallen. Nochmal was Neues? Ja. Naja, auf jeden Fall. Ich habe da ein Video, da war nämlich ein Boxring, ganz oben drin in dem... Kaufhaus unten da vorm Gym. Und dann haben wir noch eine Runde. Das Kaufhaus war auch gut. Wrestled. Das war einfach, die haben das gebaut und dann waren da keine Geschäfte drin, sondern nur so Stände. Mhm. Und die obere Etage hat man quasi so, man hat es gebaut und dann hat man es doch nicht gebraucht. Mhm, ja, oben stand es leer und war nur unten. Ja. Ja, aber dafür war es ja halt ziemlich voll. Ein Crew stand neben dem nächsten. Ja. Alles Gleiche. Aber so haben die das da halt. Und du hast ja auch deine Schüchen hier gefunden. Guck mal. Die sind sehr. Gute Qualität. Die guten Ada. Ada. Ada will ich nicht missen. Die muss man schon sauber machen, nachdem man sie gekauft hat. Aber die haben 2 Euro gekostet, da macht man das auch gern. Mhm. Ja, haben wir schön ein bisschen gekämpft. Das hat Spaß gemacht. Ja. Zum Schluss habe ich mein T-Shirt ausgezogen, das hast du mir dann schön durchs Gesicht gezogen, das weiß ich noch. Das ja, man muss sich nur zu helfen wissen. Ja, ein bisschen Show gerestelt. Und dann bin ich schön noch ein bisschen ins Gym. Ja. Hab's gemütlich angehen lassen. Mal nicht übertreiben, so einer bin ich nicht. Ich übertreib's nicht. Und dann ist die Geschichte da schon vorbei. Schön mit dem Flieger in die Hauptstadt. Ja. Und es war ein Propellermaschinchen. Es war ein Mini-Flughafen, da gingen nur 2 Flüge am Tag, glaube ich. Mhm. Es gab 2 Airlines, glaube ich. Ja. War das da, oder? Ja. Und die haben jeweils 2 Flüge gehabt. Wir sind mit Laos geil geflogen. Mhm. Mit noch so 15 anderen. Ja, habe ich ein Foto von dem kleinen Propellermaschinchen. Das war schon eine coole Erfahrung. Mhm. Also, ja. Klar, anderes. Man hätte mit dem Minibus fahren können, hätte man noch ein bisschen Geld gespart, aber das war schön. Wackelt ein bisschen mehr und so. Da konnte ich aus dem Fenster schauen, weil davor war die riesen Propellermaschine. Ja. Aber gut. Ja. Was haben wir dann? Dann sind wir da angekommen. Was haben wir da gemacht in der Hauptstadt? Da hatten wir das eine Hotel mit dem Pool. Weißt du? Auch wo wir dann noch das zweite Mal in Paxi waren, da war ich auch potenziell ein richtig gutes Hostel waren wir drin. Ja. Aber das war halt auch runtergekommen. Das war verlassen. Das hat gestunken. Da waren auch wir die einzigen Gäste. Da habe ich niemanden gesehen außer uns, gell? Also so schade. Vielleicht war das vor Corona noch mehr da oder es war mehr los. Das hat auf jeden Fall jemand geplant. Der hat richtig Ahnung gehabt. Mit Billardtisch und so einem großen Aufenthalt. Also war eigentlich echt schön, gell? Ja. Ja. Das Zimmer eigentlich gut, aber halt runtergekommen und verlassen. Und ja, echt schade. Dass die das nicht irgendwie hinbekommen, dass das läuft. Ich schätze mal, ich hoffe mal, oder keine Ahnung, wer das kommt, vielleicht von der Corona-Delle, aber das sah eigentlich schon ein bisschen länger untergekommen aus. Naja, Hauptstadt. Also wir waren in keinem Museum, wir waren in keinem Tempel. Ich weiß auch gar nicht, ob es das da ein Museum, also bestimmt irgendeins gibt es, ja, aber... Ja, gab schon, ich habe ein bisschen online geschaut, sah alles nicht so einladend aus. Also selbst die Hauptstadt hat ja vielleicht 1 Million Einwohner gehabt, maximal. Ja, sowas. Vielleicht sogar drunter. Ja. Also Laos ist echt klein, wenig Leute. Es war gar nicht so hauptstattig. Ah, da waren wir da oben. Was haben wir da gemacht? Ja, einmal haben wir einen Fahrradausflug gemacht. Da sind wir schon zu den Tempeln, aber haben die nur von außen angeguckt. Ja. Sind durch dieses Tor, weißt du, dieser Bogen. Da sind wir durch. Das sind ja eigentlich die Sehenswürdigkeiten von da, aber das ist halt jetzt nichts so krasses. Im Essen hat man nicht so Glück. Oh, da haben wir diese schlechte Pizza da gegessen, wo wir so lange versucht haben, denen zu erklären, dass kein wir nicht, Fleisch drauf. Ja. Wir waren bei so einem buddhistischen, mir hat es geschmeckt, dir nicht so, bei einem buddhistischen Restaurant. Die haben alles vegan gemacht, das war ganz geschickt, aber das war schon arg vegan.
Ja, das war mit so viel Fleischersatzzeugs, was ich dann auch nicht... Ja, das muss man sagen, das ist eklig. Die machen dann Fleischersatzzeug und das ist, keine Ahnung, was so eine Pampe ist. Ja. Und es gibt dann auch relativ viele und das schmeckt nicht. Aber ich habe was mit Tofu gehabt, das war irgendwie ganz gut. Ja, und du hast aber besser bestellt und ich hatte so komische... Ah, da kam die Suppe und da war dieser Fleischersatz drin, alles nach dem geschmeckt. Und ich hatte diese Nudeln mit dieser komischen Soße. Weißt du es noch? Wo sogar du gesagt, das schmeckt nicht und das will was heißen. Hätte man einfach das Buffet mal ganz gut runternehmen können, aber das war schon arg. Vegan aus. Oh, wir waren doch wo. Wo schmeckt es immer gut? Bei Mixu. Ja, bei Mixu. Durfte ich ein Mixu-Eis essen. Beim großen chinesischen Franchise mit dem... Japanisch ist es. Japanisch ist es? Ja, deswegen ist es gut. Japanisch ist es. Ist das japanisch? Ja. Das passt doch besser. Ja. Ja. Ah, okay. Ja, dann, ja. War das alles, was wir da gemacht haben? Ah, oh, da waren wir auch, da haben wir einen Pool gehabt. Ja. Haben wir nicht mehr viel gebraucht. Bisschen Poolspaß gemacht. Ja, und du warst noch einmal im Fitnessstudio. War ich da auch im Fitnessstudio? Ja, doch, da haben wir den Ball gekauft, weißt du, da hat es ein bisschen geregnet. Wir waren in diesem einen Einkaufszentrum. Weißt du? Ah, ja, genau. Und haben für die Flughafennacht noch eingekauft und so. War ich da einmal oder zweimal? Ich weiß nicht, ist ja auch was. Einmal. Stimmt. Zweimal warst du. Mhm. Zweimal warst du. Ja. Mache ich da wieder ein bisschen. Das war ein richtig ordentliches Fitnessstudio. Klein, aber fein. Echt? Ich dachte, das hätte dir am wenigsten gefallen. Nö, das war in Ordnung. Das war gut. Also von der Qualität von den Geräten her war das echt gut. Weil in den anderen war es alles ein bisschen arg runtergekommen, aber die funktionieren trotzdem. Die quietschen dann halt. So, ich glaube, das war dann auch das Ende meiner Fitnessstudio-Karriere. Ach nee, war es nicht ganz. Das ging dann wieder weiter. Aber jetzt sind wir fertig mit Laos. Ja. Hast du was vergessen? Nee. Wohin ging es dann? Wir wollten bloß die Highlights. Dann ging es schnurstracksi nach... Du weißt es nicht mehr. Ja, dann sind wir... Ach ja, warte mal. Ah ja, Singapur. Ich habe da auch noch ein Video dran. Ja. Dann sind wir nach Singapur geflogen. Für eine Nacht dachte man, Singapur Airport ist cool, aber es ist dann doch nachts halt irgendwie ein Kampf, einen schönen Schlafplatz zu finden. Aber wir haben es gut rumgebracht und am nächsten Tag ging es zur Fähre. Ja. Ich verrate aber nicht, wohin. Okay. Was könnte in der Nähe sein? Aber das ist eine meiner Highlight-Geschichten, die Fährfahrt. Die Fährfahrten der Fährfahrten. Ja. Es war für mich optisch auch ein bisschen Flüchtlingsschiff. Und ja, eigentlich komplett war es Flüchtlingsschiff. Aber es war mega cool und die netten Leute waren so nett. Ja. Okay, also. Tschüssi. Adele. Bis zum nächsten Mal, wer es auch immer hier bis zum Ende anschaut. Mami. Tschüssi.